Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Normsi-Folge. Schön, dass du wieder da bist. Ja, wir haben uns heute mal so ein bisschen mal hier hingesetzt und dachten mal so, wir fliegen mal ein bisschen so rund um die Welt und schauen uns mal so Karten aus anderen Ländern an. Dementsprechend sind wir heute auf der Karte Bronzemeer 2.0 in der Beta unterwegs. Das Ganze mal mit einem klassischen O530. Mensch, den haben wir schon lange nicht mehr gesehen, den Kollegen hier. So, mal gespannt, wie uns das Ganze hier heute gefällt. Und ihr seht schon, Lihetwood. Da starten wir und wir fahren an einen ganz besonderen Ort. Und zwar fahren wir nach Bloemenwijk. Entschuldigung, falls ich das falsch ausspreche. Aber komm, das kann man doch nicht mal aussprechen. Also auf jeden Fall fahren wir nach Bloemenwijk. Bloemenwijk. Irgendwie sowas wird das auf jeden Fall sein. Schauen wir uns die Karte heute auf jeden Fall an. Ich bin gespannt. Hoffe, ihr seid mit dabei. Euch wird das Ganze dann hoffentlich genauso gefallen wie meine Wenigkeit. Und wenn man das Ganze natürlich schon so gut aussprechen kann, dann kann das nur eine fantastische Fahrt werden, würde ich sagen. So. Booten wir erstmal hier alles. Ach, den bin ich ja schon lange nicht mehr gefahren hier. So, Betriebsnummer. Fahrzeug abmelden. Ah. So, Linie Kurs. Ah, so, okay. Also machen wir Linie Kurs. 128.02 haben wir drin. Wundervoll. Das passt nach Leswude. Leswude. Keine Ahnung. Leute, das tut mir leid, aber ich gebe mir große Mühe, aber das. Keine Ahnung. Es tut mir leid, ja, also man merkt, ich bin nicht aus Deutschland rausgekommen. von daher, ja, kriegen wir das heute schon hin. So, wir haben noch ein paar Minütchen, würde ich sagen. Bis wir abfahren haben, 7 Minuten, sehen wir ja, können wir halt schon mal und so weiter schon mal startklar machen. Ich wollte gerade sagen, haben wir keinen Spiegel, aber ist alles da. So, gut. So, dann Fahrkarte rein hier. Zick. Passt. Welcome. Oh, können wir ein bisschen Fenster aufmachen. Oh ja. Das funktioniert. So, Fenster ein bisschen offen. Ich hoffe, wir müssen jetzt hier nichts machen. Sieht nicht so aus. Wir werden auch gleich vorspulen. So. Gut, dann spuren wir Zeit vor, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4. Mal auf jeden Fall schon die ersten Mitfahrer. Wird sie hinten einsteigen? Ja, sie will hinten einsteigen, alles klar. Dann steig hinten ein. Und ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt am besten auf den Weg. Los geht's. So, einmal links rum. Der Bronzemeer ist, wie gesagt, eine Beta.
Kann man sich natürlich immer noch runterladen. Bietet, glaube ich, insgesamt 5 Linien. Wir sind jetzt hier auf der 128 unterwegs. Und ja, natürlich Fahrzeiten von zwischen 20 Minuten bis hin zu 50 Minuten ist alles dabei. Aber da kann man absolut nicht meckern. Wird viel extra Content benötigt. Also das ist schon ein bisschen umfangreicher halt zu installieren. Und teilweise sucht man auch ein bisschen, ja, schon. Was halt Content ist, den man so, oh Gott, das will nicht so findet, so einfach. Also müsst ihr auf jeden Fall Google benutzen. Okay, Madame läuft einfach rüber. Gott sei Dank haben wir es hier mit einem erfahrenen Fahrer zu tun, ja, der das sofort gesehen hat. Der will rechts rum. H2. So, wo ist jetzt H2? So, doch die Pfeile anmachen. 028 hier rum. Ja, ihr müsst schon einsteigen, damit das hier was wird hier. Hallo. Du willst nicht mit, alles klar. Dann nicht. So, können wir hier noch gleich unser obligatorisches Bild machen. So. Und dann haben wir das auch. Wie gesagt, also Installation relativ komplex. Ist keine Karte, die man sich mal eben schnell mal so runterlädt. Aber wenn man es dann drauf hat, ja, dann denke mal, wird man hier so die ein oder andere Linie fahren können. Wie gesagt, heute die 128 ist so eine relativ Mittellinie. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Ich glaube, es gab auch eine Linie mit 11 Minuten oder irgendwie sowas. Und ja. Aber mitgeliefert wird tatsächlich auch der O530, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also mit Repaints und alles sowas. Also da macht er in der Richtung schon mal nichts falsch. So, wir müssen jetzt hier wieder rum. Und hier wieder raus. Hey. Also tatsächlich hat man hier entweder keine Ampeln hinbekommen, so dass die hier Ampeln stehen, oder es existieren hier einfach keine Ampeln. Das kann natürlich auch sein. Möchte ich mir jetzt kein Urteil erlauben hier. Noch weiß ich nicht, ob das eine reale Karte ist oder eine fiktive. Ui. Der hört ja gut. Wollte hier eigentlich erst mit einem Doppeldecker langfahren. Das ist halt relativ kahl bebaut hier alles, ne? Dafür, dass die Karte halt. Also, wenn ich das jetzt recht gesehen habe, ist das sogar noch eine Karte aus dem OMSI-1-Zeitalter. Die wurde jetzt nochmal fertig gemacht für OMSI 2 halt. Aber wenn natürlich hier an der Karte denn sonst gar nichts mehr passiert, das ist natürlich ein bisschen schade denn. Ah doch, also Ampel gibt's hier. Du müsstest fahren, dankeschön.
Schöne Landstraße hier. Nur mit 80 in die Haltestelle. Das ist natürlich auch gut. Achtung, Radfahrer. So, da haben wir auch einen Fahrgast. Der hier noch mitmischte. Dann kommen sie rein hier, junger Mann. Geht nach Lüsbude. Ja, warum willst du jetzt nicht hier? Na los, komm. Oh, dann nimmst du dir, wollte gerade sagen, die hintere Tür. Ist egal, wo du einsteigst. Einmal normal, bitte. Aber leider willst du ein Ticket, denn ernst. Wo war denn das? Schicht schließen. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Jo. Entschuldigung? Oh, jetzt geht das schon wieder los. Kann man hier mal ein Ticket verkaufen? Hier, Ticket. Geht's noch weiter? Fahrschein normal, nope. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ja. Kriegst du. Uiuiui. So, jetzt haben wir ein Problem. Da müssen wir das so machen. Ich komme leider nicht weiter runter hier mit meinem Track IR hier. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Man soll es halt auf dem Monitor stellen. Ja, irgendwann, wenn du so weit runter gucken musst schon, dann kenne ich das Track IR auch nicht mehr. So, wie es hier ausschaut, müssen wir jetzt nach links. Steht ein Bauhaus. Hier, warum ist das so hier? Hat man irgendwie den Grenzstein irgendwie halt nicht richtig komplett geschlossen? Ja? Also den Stein, da kannst du halt durch den Stein gucken, das sieht ein bisschen blöd aus. So, 128 geht geradeaus weiter. Boah, was ist das denn jetzt hier? Ja. Guten Morgen. Ich würde sagen, eingeparkt hier. Und mit? Nicht? Nein. Wenn ich will, der hat schon. Bin hier. Also man muss mal schon sagen, ist ja schon sehr spärlich gebaut hier alles. So, schauen wir uns jetzt hier rum. Malstag hat gar nicht unsere Haltestelle? Doch, oder? Das war doch auch noch unsere Haltestelle. Scheinbar haben die hier Probleme mit diesen Triggern hier. Zentrum.
So, weiter geht's. Geradeaus. Winkelstraat. OV-chipkaartgebruikers niet vergeten uit te checken. Winkelstraat. Straat steht hier bestimmt für Straße, oder? Ja, ne? Oder? Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Wo bist du denn jetzt her? Na. Na. Eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ja! Nimm sie dir. Danke. Ja. Während der Fahrt nicht mit dem Fahrer quatschen, ne? Warte mal. Follow 1. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Ja, nach Parkladen müssen wir. Ui, das war der Bordstein. Der hat gegrüßt. Und schon wieder. Also da muss ich ja sagen, nicht um jetzt hier böshaftig zu werden oder so, aber da muss ich ja sagen, da gefällt mir bei der Karte Forsthausen mehr, ne? Die ist halt doch ein bisschen detaillierter, also mit dem Ganzen. Ja. Also das ist ja alles so kahl, ja. Ja, also ich gehe wirklich davon aus, dass es halt wirklich noch eine OMSI-1-Karte ist, man damals halt noch nicht so viel hatte, wie zur heutigen Zeit, wenn du jetzt OMSI baust oder sowas. Aber das... ist jetzt hier nicht wirklich ein absolutes Highlight hier. Das muss man mal machen. Dafür, dass sie so viel extra Content benötigt wird. Fahr doch. Die Kurve ist so eng, da passt du mit einem normalen Bus hier nicht durch. Hätte ich jetzt locker einen kleinen Bus nehmen können. Boah,
schon wieder der Bordstein. Jawohl, Manfred, gewonnen habe ich ihn. Ach, warum sie ist wieder stehen geblieben? Verkehrsmuseum Frankfurt am Main. Ja, ist ja nett, dass sie da in Bronzmeer Werbung für Frankfurt am Main für ein Museum machen. Wollen wir mal lassen. Wir hätten nämlich Gemeinde, da waren wir ja schon, das war jetzt die Haltestelle davor gewesen. Und da hat er jetzt aber nicht mehr weiter gezählt, auf jeden Fall. Soll. Boah, ich hab jetzt gedacht, die laufen darüber. Uns jetzt hier nicht stören. Normalen Fahrschein. Hallo, ich hätte gerne eine Tageskarte. Danke. So, das ist halt das Problem mit dem Runtergucken, ja. Das ist ein bisschen schade.
Wollte gerade sagen, fahren wir jetzt am besten noch in die Karre und dann sind wir alle glücklich. Denn sind wir alle glücklich. Ah, es ärgert mich voll, dass der jetzt hier nicht weitermacht wieder. Wegen Ihnen kriege ich meinen Termin nicht mehr. Hä? Danke. Wieso kriegst du mir meinen Termin nicht mehr? Ich bin pünktlich. Da haben wir die ausgelassen. Ich bin der Meinung, dass wir da angehalten haben. Hier uns eigentlich mal ein anderer Kollege entgegengekommen? Nee, ne? Also nicht, dass ich mich jetzt daran erinnere, dass hier ein Kollege vorbeigekommen ist. Wir sind schon wieder zu spät gekommen. Einmal kurz Strecke bitte. Naja. Bin ich ganz ehrlich, also umhauen hat sie mich jetzt nicht. Schade. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Ich kann noch nicht so weit runter gucken, warum kauft jetzt alle ein Ticket? Ich hab doch einen Nackenstarre. Könnt ihr gerne mal eure Meinung zu der Karte mal unten in die Kommentare posten. Und dann schreibt einfach mal rein, was ihr davon so denkt. Kennt ihr sie? Seid ihr selber schon mal gefahren? Dann nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es einfach unten mit rein. Ich finde sie sehr, sehr langweilig tatsächlich. Also das müssen noch Zeiten gewesen sein. Wahrscheinlich, da haben wir wirklich noch alle in die Windeln so. Ne, versteh mal. Na ja, gut, so schlimm nur auch wieder nicht, aber also sie muss schon wirklich die erste Generation gewesen sein. Aber sonst im Großen und Ganzen. Ja, sowas kannst du mittlerweile auch in Lotus bauen. Da braucht es kein Omsi für. Schade. Wie gesagt, es ist Beta. Aber eine Beta kann man natürlich auch so lange strecken, dass die Karte einfach gar nicht fertig wird. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schade. So, hier scheint nicht unsere Haltestelle zu sein. Wir haben noch Fahrgäste drin. Oh. Ja, also keine Ahnung, was stimmt mit der Karte hier nicht. Also. Es war die Haltestelle, aber die sind nicht ausgestiegen. Ich finde es wohl schön hier im Bus. Und immer noch nicht aussteigen. Denn tut es mir leider leid, Leute. Denn wenn ihr wieder zurückfahren wollt, dann gerne, gerne, gerne. Aber ohne mich. Ja, also wie gesagt. Bonsmeer 2. Was war das jetzt? 2.0 in der Beta. Ja, da merkt man halt wirklich, dass es Beta ist. Und die Tatsache, dass halt in dem Text halt noch OMSI 1 steht, lässt mich einfach nur vermuten, dass das wirklich schon seit OMSI 1 eine Beta ist und bis heute nicht mehr geupdatet worden ist. Wahrscheinlich ist das Projekt vernachlässigt, in die Ecke geschmissen. Was weiß ich, Karte ist absolut langweilig, meiner Meinung nach. Also da gibt es kein Wenn und Aber. Also das ist, ich würde schon fast behaupten, mit einer der schlechtesten Freeware-Karten, die ich bis dato jetzt mal gespielt habe. Aber naja, muss ja auch mal sowas geben. So schwarze Schafe in der Familie, wisst ihr ja Bescheid, ne? Aber nichtsdestotrotz, ja, war es das heute in der Folge mit Bronzmeer 2.0. Wir verabschieden uns hier aus dem Citaro raus. Danke fürs Zugucken. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.